Modest Mussorgsky liefert in seiner sinfonischen Dichtung Bilder einer Ausstellung. Und Freitalk? Heute für Sie ebenfalls. Keine Sorge, jetzt kommt keine schwere Kost, sondern Bilder von Modellbahnausstellungen. Puh, da habe ich ja gerade noch mal die Kurve gekriegt. Und damit willkommen zu Freitalk Ausgabe Nummer 4. Die ersten Bilder einer Ausstellung liefert ein Modellbahnclub, der MC93 aus Berlin-Johannisthal. Der öffnete zum ersten Male in diesem Jahr seine Tore für Besucher und Modellbahner, um seine Vereinsarbeit zu präsentieren. Der MC93 im BSW, so steht auf dem Flyer, lädt zum Tag der offenen Tür und präsentiert zum ersten Mal in diesem Jahr für Interessierte und Modellbahner die Vereinsanlagen Hoppengrund mit Nebenbahn und den viel beachteten Rohneubau einer 14 Meter langen und 2 Meter breiten Segmentanlage. An dieser Anlage verabredete ich mich auch mit Norbert Suchmüller. Wie wichtig sind für den Club eigentlich Tag der offenen Tür? Sehr wichtig, eventuell um neue Mitglieder zu kriegen und dass die Leute sich auch mal informieren können, wie man bestimmte Sachen eventuell baut. Welches Publikum ist denn dann da? Sind das alles Modellbahner? Sind das Anfänger? Sind auch viele Kinder dabei? Wie schätzt du das so ein? Also so wie es im Moment aussieht, auch mit den Leuten, die ich bis jetzt gesprochen habe, sind das alle Modelleisenbahner. Also alle Spurgrößen, also Spur N hatte ich schon Gespräche gehabt, Märklin-Nisten, also auch altes Metallgleis, Spur G, also es ist alles vertreten hier. Vorletztes Jahr haben wir ja schon einen Film über euch gebracht, über diese Anlagen hier und wie das alles so entstanden ist. Wie siebenmal umgezogen ist, wie siebenmal abgebrannt, so ungefähr. Ja. Das neue Stück ist ja nun hier die rechts neben uns stehende Anlage. Wie weit ist denn jetzt der Fortschritt? Das wollen wir natürlich auch wissen. Also ich muss sagen, die Wendel ist jetzt bautechnisch soweit erstmal fertig. Höher kann ich nicht bauen, weil ich muss immer die Höhen beachten, dass wir noch, wenn wir mal umziehen sollten, auch durch die Türen passen. Also es kommt noch mal ein Gestell irgendwann mal rauf, sodass wir mit der Wendel noch mal höher kommen. Ansonsten sind die im Rohbau, die bei den Schattenbahnhofsebenen fertig. Und auch im Rohbau, also holzmäßig nur, ist auch die sichtbare Ebene schon fertig aufgebaut. Die kommt dann aber dann irgendwann rauf, wenn es soweit ist. Man schätzt denn ein, dass die Anlage jetzt vorführbar fertig ist? Also die Gesamtanlage, das wird noch einige Jahre dauern. Aber die Planung ist im Moment so, dass ich versuche, die unterste Schattenbahnhofsebene mit der Wendel eventuell zum Ende des Jahres betriebsfertig zu haben, dass wir da auch schon ein paar kleine Runden fahren können dann. Viele Besucher und Interessierte fanden schnell Kontakt zu Clubmitgliedern, um zu fachsimpeln oder Gedanken über das schönste Hobby der Welt auszutauschen. Für die anwesenden Kids bestand ebenfalls die Möglichkeit, auf einer kleinen Anlage sich als Lokführer zu beweisen. Als Standmodell und noch nicht in Betrieb präsentierte der MC93 ein großes Dampflok-BW. Was für ein Anblick! Dicht gedrängt standen die Besucher an der 27 Quadratmeter großen alten Vereinsanlage, die in L-Form ausgeführt ist. Hier herrschte reger Verkehr auf den Gleisen. Auf dem Hauptschenkel befindet sich ein neungleisiger Durchgangsbahnhof namens Hoppenburg. Von diesem zweigt die Nebenbahnstrecke ab und endet im Bahnhof Schwarzburg. Und hier endet auch meine kurze Stippvisite beim MC93 zum Tag der offenen Tür. Apropos, weitere Tage der offenen Tür veranstaltet der Club in Berlin-Johannisthal am 18. Juni und am 3. September
in seinen Vereinsräumen. Und jetzt zu den zweiten Bildern einer Ausstellung. Die liefert heute mein Talkgast. Es ist Sven Blechschmidt. Kennengelernt haben wir uns so 2015/16 in Berlin in der Ausstellung Loks Miniaturwelten Berlin im Alexa am Alexanderplatz. Und er liefert uns heute besondere Bilder einer Ausstellung. Nicht vom Alexa, denn das ist ja seit 2017 dicht. So, jetzt hoffe ich, dass er mir live ins Studio zugeschalten ist. Hallo Sven, schön dich hier zu sehen. Ich stöpsel mich an. So. Ja, hallo Frank, schön in deiner Sendung zu sein. Das ist schön, dass wir uns endlich mal zumindest visuell sehen und am Telefon hören. Ich hoffe, dass wir uns ja irgendwann mal auch wieder persönlich sehen. Aber meine erste Frage wäre ja heute, und das bezieht sich ja auf das Loks, welches Gefühl war das damals für dich, als es hieß, das Loks macht dicht? Ja, was war das für ein Gefühl? Es war halt, ich habe meinen Job verloren dadurch einmal. Ja, war natürlich erstmal Schlag in die Magengrube. Schließlich war man ja seit 2004 dabei. Ja, immerhin 13 Jahre, ja, und da hört man dann natürlich nicht so gerne auf. Was war denn eigentlich damals der Grund? Es gab ja viele Gerüchte, das Loks macht zu und Pleite oder was weiß ich. Was war denn also der eigentliche Grund, warum musstet ihr dort raus und weg? Der Hauptgrund war wohl die Miete. Der Mietvertrag lief aus, wie bei jedem Geschäft in dem Center, und hat uns halt auch betroffen. Und der neue Eigentümer hat wohl die Miete erhöht, und da war das nicht mehr ganz so wirtschaftlich für uns. Deswegen hat mein Chef dann gesagt, schweren Herzens macht er dazu. Es ist ja immer wieder schade, man hört es ja so von manchen Modellbahnausstellungen, die dann aus irgendwelchen Gründen, meistens sind es wirtschaftliche und unnötige Mietforderungen, die dann kommen, oder unmögliche Mietforderungen, die also bei Weitem nicht erfüllt werden können, denn die Budgets auch von den vielen Clubs sind ja nicht so groß, und auch so eine professionell betriebene Modellbahnanlage wie das Loks am Alexa musste ja auch erstmal das ein bisschen erwirtschaften. Das war also bestimmt nicht ganz einfach. Tja, genug der Geschichte. Ich hatte vorhin gesagt, Bilder einer Ausstellung. Welche Bilder hast denn du uns heute nun mitgebracht? Lüfte das Geheimnis. Ja, positiv für mich war, es ging nach Loks gleich nahtlos weiter. Und ich bin mit einem Teil der Loks-Anlage in den Odenwald gezogen. Heißt, die Anlage ist der Teil ist runtergezogen. Ich habe meinen Wohnsitz nach wie vor in Berlin, arbeite aber jetzt unten in Fürth im Odenwald und bin dabei, die Anlage wieder aufzubauen, wobei uns das zu 95% jetzt schon wieder gelungen ist. Und es geht Stück für Stück weiter, es kommen neue Sachen dazu. Aber du hast ja erstmal wegen dem Loks-Teil gefragt. Ja, genau. Mit den Miniaturwelten in Fürth im Odenwald werden wir gleich sprechen. Das ist ja auch das Problem, warum wir uns eigentlich in Berlin kaum noch sehen, wenn du dich da unten rumtreibst im Odenwald. Aber wie gesagt, es muss für dich irgendwie weitergehen. So, die Miniaturwelten Fürth im Odenwald sind ja eine relativ große Anlage. Und ich habe da auch gelesen, von Faszination Miniatur auf 2300 Quadratmetern. Du hattest es ja auch schon angesprochen, dass Teile vom Loks ja wahrscheinlich auch im Odenwald gelandet sind. Oder ist das jetzt eine falsche Annahme von mir? Nein, ist richtig. Also wir haben damals 2017 den Schattenbahnhof mit den 8 Ebenen und den großen Fantasiebahnhof mitgenommen. Und das habe ich jetzt dort wieder alles aufgebaut. Habe an diesem bestehenden Schattenbahnhof dann 3 weitere Anlagen, die bereits vor Ort waren, dann mit angebunden. Und so, dass jetzt eine große Anlage von ungefähr 250 bis 300 Quadratmetern daraus entstanden ist. Das heißt also,
der aufmerksame Zuschauer oder Modellbahner, der vielleicht das Alexa noch kannte, wird einen gewissen Wiedererkennungswert haben von Teilen der Anlage bei euch in Fürth im Odenwald. So ist es. Und ich habe auch schon viele Berliner Besucher gehabt, die die Anlage auch wiedererkannten. Und nur ein Berliner hat es noch nicht geschafft, und das bin ich, zu dir nach dem Odenwald zu fahren. Sven, es ist versprochen. Ich komme. Ich komme in den Odenwald. Ja, das ist ein Teil der Anlage. Wenn man sich bei euch auf der Webseite umschaut, sind ja noch mehr Anlagen zu sehen. Und es ist so in vier Teilen aufgeteilt, denke ich mal. Das Neueste ist, glaube ich, die Amerika-Anlage. Kann das sein? Ja, wir haben letztes Jahr eine Anlage gekauft von den Kölner Modellbaufreunden. Das ist eine Amerika-Anlage oder hat Amerika zum Thema. Das Ganze ist in einer Winterlandschaft gehalten. Die Anlage selber ist um die 40 Quadratmeter groß und ist eine eigenständige kleine Anlagenummer für sich. Und musstet ihr dann, wenn ihr die Anlage übernommen habt, noch viel dran Hand anlegen oder war die einsatzbereit? Sie sollte einsatzbereit sein, ja, aber für unsere Zwecke mussten wir sie doch nochmal umbauen. Einmal, was die Übergänge an den Modulen anging, weil das war ja eine Messeanlage, mit denen die dann immer von einer Messe zur anderen gefahren sind. Und auch was die Software anging, haben wir uns leider dafür entschieden, die nochmal zu tauschen, sodass es für uns als Bediener der Anlagen dann ein einheitliches System war. Zu dem Zeitpunkt, als wir sie bekommen haben, wäre es für uns das vierte Digitalsystem gewesen, was wir hätten erlernen müssen. Und da haben wir dann gesagt, nee, wir versuchen alles auf einen Stand zu bringen. Auf einen Stand zu bringen. Ja, über die Teil der LOX-Anlage haben wir ja gerade gesprochen. Und dann gibt es noch also ein Stichwort für mich, das heißt Neubau. Das klingt ja nun wirklich erstmal ganz profan, Neubau. Was ist das für eine Anlage? Ja, da bin ich jetzt dabei mit meinem Kollegen. Wir sind ja nur zu zweit, also zwei Festangestellte. Wir sind jetzt dabei, aus fünf verschiedenen Anlagen, die wir auch deutschlandweit zusammengesammelt haben, eine große, circa 350 bis 400 Quadratmeter große Anlage zu erstellen. Als Beispiel ist da eine Anlage dabei, die wir aus Selbitz geholt haben. Ein Bahnhof, den du persönlich auch kennst, von den ehemaligen U-Sport, den 20-Club aus der Seestraße, den Bahnhof Posthausen werden wir da integrieren. Ja, und dann noch zwei, drei andere Anlagen, die dann auch mit zu sehen sein werden. Ja, dann freuen wir uns schon mal darauf. Fertig ist das ja wahrscheinlich noch nicht, oder? Also nein, also fertig ist es nicht. Wir haben jetzt vor ungefähr 4 Wochen damit angefangen. Das ist ja auch, das sind alles separate, in sich geschlossene Anlagen. Und die müssen wir jetzt erstmal so aufstellen, dass wir dann gucken können, wie können wir sie jetzt am besten miteinander kombinieren, ne, was Gleistrassen angeht und so. Deswegen, wir haben uns als Ziel gesetzt, Weihnachten erstmal soweit alles aufzubauen, dass wir Besucher reinlassen können, dass sie sich zumindest dann schon mal die Landschaften anschauen können. Aber fahren wird da noch nichts. Wir werden dann schrittweise ein Abschnitt nach dem anderen dann fertigstellen und freigeben und dann guckt man mal. Es kann 3 Jahre dauern, kann 4 Jahre dauern, ich weiß es im Moment nicht. Also wartet da noch ganz schönes Stück Arbeit auf euch, aber es ist ja lohnenswert. Du hattest vorhin Selbitz erwähnt, das ist die Anlage vom Herrn Rakowitz gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Frage wäre genau. Jetzt, wenn wir schon dabei sind, hat der Herr Rakowitz seine Modellbahn in Selbitz aufgegeben? Ja, hat er. Ne, deswegen, die Anlage ist in allen Teilen, wie sie da gestanden hat, zu uns gekommen. Wir haben sie Anfang Dezember dort abgeholt und werden sie aber nicht so, wie sie in Selbitz zu sehen gewesen ist, wieder aufbauen. Wir werden sie auftrennen und dann in verschiedenen Anlagen teilen mit integrieren. Aber ich sehe, du kennst sie. Ja, ich kenne die Anlage, denn ich hatte mit Herrn Rakowitz vor vielen Jahren mal einen Film gemacht. Wir haben ihn besucht in Selbitz und ich muss direkt mal kramen, ob ich diesen Film noch irgendwo finde.
Es hat mich damals schon sehr beeindruckt, diese Anlage, und er hat auch viel Herzblut da reingesteckt. Ja, das Von ist. den einzelnen Modulen, na, das hat nicht ohne Grund 25 Jahre gedauert, bis es so weit war. Das glaube ich gerne. Aber es ist zumindest schön zu hören, dass seine Arbeit nicht ganz umsonst war, sondern dass Teile davon jetzt im Odenwald eine neue Heimat gefunden haben. Ja, und dann gibt es ja noch eine Anlage, die ist ja, glaube ich, im Ruhrgebiet so ein bisschen angesiedelt, so ein Anlagenteil. Das nennt sich Oberhausen. Was sieht man denn da? Nee, es ist das Ruhrgebiet, ja, die ursprünglich in Oberhausen gebaut wurde. Zentraler Bahnhof dort auf der Anlage ist der Oberhausener Hauptbahnhof. Von der Epoche her spielt das Ganze so zwischen den 60er Jahren und 70er Jahren. Ja, sieht man dann auch, wir haben das ehemalige Hoag-Stahlwerk drauf, wir haben die Villa Hügel drauf, Zeche Zollverein noch mit sämtlichen Gleisen, die dort mal gelegen haben, ne, ist dann halt so ein kleiner Rundgang von Duisburg über Oberhausen nach Dortmund. Ja, liebe Freunde, und die Adresse bzw. die Webseite haben wir jetzt gerade mal eingeblendet, was wir ja auch schon bei den anderen Anlagenteilen gemerkt haben, wie Sie das schon feststellen konnten, damit Sie sich also auch mal so ein kleines Bild machen können. Und wir hoffen natürlich auch, dass Sie da mal im Odenwald auftauchen. Wie gesagt, ich werde es auch tun, in Oberhausen aufzutauchen. In Oberhausen, das ist jetzt Quatsch, was ich gesagt habe, aber im Odenwald fängt auch mit O an. Aufzutauchen, das hatte ich ja Sven schon versprochen. Was bietet denn das Gelände jetzt noch? Ist da auch was für Kinder dabei zum Beispiel? Für Kinder ist auch was dabei. Wir haben noch einige ältere Spielanlagen auch aus Berlin mitgenommen, wo die Kinder dann einfach Knöpfe drücken können und dann fährt ein Zug im Kreis. Wir haben eine größere LGB-Anlage für die Kinder zum Spielen. Ja, und auch an den Anlagen selber sind wir dabei, immer mehr Druckknopfaktionen auch wieder zu reparieren und neue einzubauen, sodass da überall auch ein bisschen Bewegung noch mit dazu kommt. Gelesen hatte ich auch im Internet, das steht ja auch auf einer Webseite, dass ihr auch Kindergeburtstage dort ausrichtet, dass also Kinder dort auch feiern können. Es wird eine Gastronomie installiert. Ist die schon soweit fertig oder? Ja, Gastronomie ist fertig. Die ist auch seit Eröffnung der Ausstellung dort in Fürth vorhanden. Es ist auch Platz, um Kindergeburtstage zu machen. Ne? Einfach bei uns oft dann anmelden per E-Mail, sagen, wie viele, und dann kriegen wir das alles schon. Ja, dann danke ich dir, Sven, für deine Bilder, deine Ausstellung. Ich möchte es mal so bezeichnen. Viel Erfolg weiterhin im Odenwald an deinem mittlerweile zweiten Wohnsitz. Denn Berlin bleibt ja wohl hoffentlich noch deine Heimatstadt, oder? Ne, gemeldet bin ich in Berlin noch. Ich habe auch noch meine Wohnung hier. Ne? Bin allerdings 2/3 des Jahres unten im Odenwald. Hab da sehr nette Leute kennengelernt und die lassen mich eigentlich auch kaum gehen, sodass ich eigentlich noch weniger Zeit in Berlin verbringen müsste. Das ist ja unmöglich. Da muss ich jetzt protestieren, denn in Berlin bist du eigentlich auch immer ganz gern gesehener Gast. Da haben wir natürlich auch die Begründung, warum ich dich so wenig und so selten hier treffe in Berlin. Genau, Also, genau. danke nochmal, dass du uns in deine neue Modellbahnwelt mitgenommen hast. Mach's gut und tschüss, und wir sehen uns garantiert wieder. Alles klar, Frank. Dann noch viel Erfolg und wir sehen uns. Das war's für heute mit meinen Bildern einer Ausstellung. Wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, auf gleicher Welle und Kanal. Bis dahin machen Sie es gut. Ach ja, und immer dran denken, hoch die Hände, Wochenende ist unser Motto, ran an die Modellbahn. Tschüss, Ihr Frank Puttig.